Hi Bernhard. Hallo. Was war denn dein erster Job? Mein erster Job, ich habe als Schüler mal bei der Glasfaserkabelverarbeitung Glasfaserkabel geschliffen und kontrolliert. Und woran arbeitest du gerade? Gerade arbeite ich an der KI zur Anomalieerkennung bei Spritzgussmaschinen. Gibt es einen Fun Fact über dich? Ich hatte Musikleistungskurs. Und beim Abi-Vorspiel, da habe ich so stark in die Tasten gehauen, dass ich den Flügel zerstört habe und der dann sogar mehrmals repariert werden musste. Wie kam es denn zur Gründung von Fink? Der Manuel und ich, wir kennen uns von unserem ersten Arbeitgeber. Der Manuel war dann schon woanders, ich war dann noch. Wir waren aber beide unzufrieden und haben uns dann überlegt, hey, eigentlich sind wir doch beide auch gar nicht so doof und können mit dem, was wir so erlebt haben, auch was Eigenes aufziehen, haben uns einige Abende getroffen und ein paar Ideen ersponnen und dann beschlossen, wir gründen Fink. Gibt es einen Code-N-Lieblingsmoment, den du mit uns teilen möchtest? Also legendär war auf jeden Fall das Karaoke-Singen bei der Weihnachtsfeier 2019. Und drei Buzzwords, die du am häufigsten hörst, sind? Digitalisierung, agile Entwicklung und Industrie 4.0. So, dann noch die wichtigen Fragen zum Schluss. Ja. Star Wars oder Star Trek? Oh je. Big Bang Theory. Free Wi-Fi oder Free Coffee? Die Kombination macht's aus. Burger oder Sushi? Sushi. LinkedIn oder Xing? LinkedIn. Das war's dann auch schon. Danke Alles dir, klar, Bernhard. Danke.